Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Wenn du noch kein Abonnent bist, würde ich mich gerne freuen, wenn du das jetzt machst. Heute, seht ihr wahrscheinlich im Titel, geht es um Storytime, wie ich damals wie Torres Arena BFF-Tour war. Ja, wie kam es dazu? Es ist das Jahr 2019 und ich sehe, die machen BFF-Tour und ich, ja, ich gehe da hin. Also war ich ein Fan von denen? Ja und nein, so gemischt. Und ich gehe dahin, wir sind da Kino. Ja. An dieser Stelle, wie viel hat das Ticket gekostet? Ist ungefähr, glaube ich, 32 Euro, ich weiß nicht. Weil Unicorn-Ticket war sehr, sehr teuer, es hat 89 gekostet. Ich betone, ihre Community besteht aus Kindern. Und Kinder können sich das nicht einfach so leisten. Bekommen Kinder überhaupt Taschengeld? I don't know. Ja. Die Show ging, glaube ich, 3 oder 1 Stunde. I don't know. Aus Q&A-Fragen. Luftballons aufblasen. Ja. Oder aus Zitate-Quiz oder wer hat das gesagt? Da merkt man, dass ihre Community noch sehr, sehr jung ist. Weil, ja, an der Stelle, wie Torres Arena sind 27 Jahre alt. Ich habe nachgegoogelt, also. Ja, und ihr Hauptbestandteil ist ja immer, sie sind BFF. Und ich frage mich, was dann, wenn sie es nicht sind. Aber ich schweige wieder vom Thema ab. Okay, ich war auf der Tour. Nein, ich habe kein Foto mit ihnen gemacht, weil ich habe nicht genug Geld gehabt. Dafür brauche ich ein Marshmallow-Ticket. Und ja. Deswegen halt. Also nach dem Kinosaal ging man wieder draußen. Ich konnte wieder nach Hause gehen. Ja, ich kann dazu auch nicht viel sagen, weil ja, es war nichts Besonderes. Hab man einmal gemacht. Einmal und nie wieder, kann man so sagen. Ja, was gab es da noch zu erzählen? Die sagten auch, die haben auch Verlosungen dort gemacht im Saal. Bei uns war da nichts, wie da keine Piñata war. Am Ende haben die ja Just Dance getanzt. Und dann war es auch, die haben auch ihr Brettspiel dort vorgestellt. Ja, ich sag, jeder seins ist nicht so mein Ding. Ne? Ich bin auch aus dem Alter raus und aus der Zielgruppe. Ja. Was gibt's noch darüber zu erzählen? Tell me or tell us, girl. Ich überlege gerade. Wir hatten auch so welche Goodies, also die habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe auch diese Autogrammkartenstifte und alles andere, was da drin war, nicht mehr. Weil ich bin jetzt auch nicht der größte Victorian Serena, wenn zu der Zeit, ja, war ich auch nicht so bekannt, dass ich die hätte verlosen können. Ja. Was aber sehr dreist war, dass die in der vorletzten Reihe Bibi und Tina Popcorn haben. Aber ich weiß, das schmeckt nicht. Ja, ich beende mal an dieser Stelle das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und kommentiert fleißig. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Das, was ich mache, ja.